Im heutigen Video schauen wir uns eine Aktie an, die ich Anfang 2020 zu einem Schnäppchenpreis von 33 Euro erwerben konnte. 15 Monate später steht die Aktie gut 100 Euro höher und mein Einstand hat sich mehr als verdreifacht. Trotzdem habe ich die vergangenen Tage zum ersten Mal wieder Aktien von Etsy gekauft. Wenn du wissen willst, was Etsy so besonders macht und warum ich gerade jetzt nochmal Geld in Etsy investiere, dann schau dir dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen bei InvestBoost. Mein Name ist Michael Löffler und heute stelle ich euch zu Beginn eine Frage. Was haben Amazon, Alibaba, Facebook und Zalando mit der Etsy-Aktie gemeinsam? Alle fünf aufgeführten Aktiengesellschaften sind in ihrem Kerngeschäft Plattformunternehmen. Dieses grundsätzliche Geschäftsmodell eines typischen Plattformunternehmens ist aus meiner Sicht das interessanteste Geschäftsmodell, das ein Unternehmen in der heutigen Zeit aufweisen kann. Hat es sich einmal etabliert, ist der Burggraben für die Konkurrenz kaum mehr zu überwinden und im Allgemeinen handelt es sich um sehr margenstarke Unternehmen. Denkt nur mal an die Plattform, auf der ihr mich gerade seht. YouTube ist ein Gigant des Google-Alphabet-Universums. Die spärliche Konkurrenz von YouTube führt einen aussichtslosen Kampf gegen diesen Giganten, der von Tag zu Tag wächst. Dabei hat YouTube kein eigenes Produkt. Sie stellen lediglich eine digitale Plattform für die Verbreitung für Videomaterial. Dabei bringen sie Video-Creator mit Werbetreibenden zusammen. Das Ergebnis ist, mehr Videoinhalte ergeben mehr Zuschauer. Mehr Zuschauer ziehen wiederum mehr Werbetreibende an. Ist einmal die kritische Masse überwunden, tendiert eine Plattform durch den Netzwerkeffekt in Richtung eines Monopols oder Duopols. Das Geschäftsmodell ist einfach zu skalieren bei geringen Kostensteigerungen, was im Endeffekt die Gewinne immer stärker wachsen lässt. Aber aufgepasst, dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Informationen können komplett falsch sein. Es kann ein Interessenkonflikt vorliegen, da ich investiert bin. Und genau so eine digitale Plattform bietet auch Etsy. Anders als bei YouTube bringt Etsy Verkäufer und Käufer zusammen. Etsy ist anders als Amazon die Plattform für das einzigartige und besondere Produkt. Die Produktlinie, die zum Verkauf steht, sind zumeist selbstgemachte Produkte des Verkäufers, die in geringer Auflage produziert werden oder eben gleich Einzelstücke. Das Produktline-up geht von Einrichtungsgegenstände bis hin zu Kunst. Beispielgefällig: Ich selber hatte mir in den Kopf gesetzt, über meinem Fernseher ein Regal in Form eines Baumastes anzubringen. IKEA oder Amazon fielen durch und auch in ganz Deutschland war kein entsprechendes Möbelstück zu finden. Aber auf Etsy ist der entsprechende Schreiner aus England schnell gefunden. Hier seht ihr übrigens das Ergebnis. Schauen wir mal in die Investorenpräsentation von Etsy. Etsy hat seine Kernmärkte überwiegend in der westlichen Welt. Momentan ist man in den nordamerikanischen Märkten USA und Kanada aktiv. In Europa bespielt man England, Frankreich und Deutschland. Aber auch Australien ist ein Markt von Etsy. So wie man seit Februar 2020 nun auch in Indien vertreten ist. Schaut man sich die Kernmärkte an, fällt auf, dass man bisher nur in den größten globalen Märkten vertreten ist, wenn man mal von China absieht. Schauen wir uns mal an, in welchen Kategorien Etsy seine meisten Waren verkauft. Hier im linken Balkendiagramm sehen wir jetzt die Top 3 Kategorien. Das Segment Homeware and Furnishing, also Haushaltswaren und Heimtextilien, was zum Beispiel auch mein Regal abdecken würde. Dieses Segment macht den Hauptteil am Außenumsatz aus. An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir definieren, was ist eigentlich der Außenumsatz. Vereinfacht gesagt ist der Außenumsatz alle Umsätze der Produkte, die über die Etsy-Händler an den Kunden verkauft werden. Also nicht Etsys eigener Umsatz. Abgekürzt wird dieser Außenumsatz als GMS. Lest ihr in einer Bilanz die Abkürzung GMV, ist das fast das Gleiche.
Der zweitgrößte Sektor ist Schmuck und Personalisierungs- oder personalisierte Gegenstände. Darauf folgt der Bastelbedarf. Richten wir nun den Blick auf den rechten Bereich. Hier sehen wir eine Kuriosität. Etsy weist darauf hin, dass sie einen Außenumsatz, abgekürzt GMS, in Q1 2021 von 2,9 Milliarden Dollar hatten und daraus 72 Millionen Dollar, / 2,5% des GMS, aus dem Geschäft mit Corona-Masken stammten. Warum das wichtig ist, zeige ich euch jetzt. Hier sehen wir einen Auszug aus dem Quartalsbericht Q2020. Hier betrug der Außenumsatz 2,7 Milliarden Dollar und die Maskenverkäufe machten 346 Millionen Dollar aus, also fast 13% des gesamten Außenumsatzes. Nun werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Bevor wir damit aber beginnen, müssen wir nochmal ein klein wenig Betriebswirtschaftslehre hinter uns bringen. Den Außenumsatz haben wir ja bereits definiert. Jetzt hier bei den Zahlen von Finanzen.net sehen wir gleich den Innenumsatz von Etsy. Der Innenumsatz beschreibt alle Umsätze, die Etsy mit ihrer Plattform erzielen konnten. Aus der Hauptsache Gebühren und Gebühren für die eingestellten Artikel und ein klein wenig Werbung. Kurz gesagt, der Umsatz der Händler mit der Plattform ist der Außenumsatz und der Innenumsatz ist das, was bei Etsy hängen bleibt. Wie wir den Zahlen von Finanzen.net entnehmen können, wuchs Etsy in den vergangenen Jahren bereits konstant stark um etwa 30%. Corona kam und Etsy explodierte. Der Umsatz konnte um mehr als 100% gesteigert werden und belief sich in 2020 auf gesamt etwas über 1,7 Milliarden Dollar. Und dieser Innenumsatz ist hochprofitabel für Etsy. Die Bruttomarge belief sich in 2020 auf bärenstarke 73%. Diese Einkünfte reinvestiert Etsy in sein Geschäft und treibt dadurch zusätzlich das Wachstum an. Ihr seht im Balkendiagramm das Verhältnis zwischen dem GMS und der Marketingausgaben. Umso mehr der Umsatz gesteigert werden konnte, umso stärker schaltete Etsy auch Werbung. Damit wir das ganze Gelaber um Außenumsatz und GMS uns besser vorstellen können, mag ich folgenden Vergleich darstellen. Die eingangs angesprochene Zalando AG ist ebenfalls ein Plattformunternehmen und im Geschäftsmodell sehr vergleichbar. Zalando kam auf einen Außenumsatz in 2020 von 7,9 Milliarden Euro. Etsy konnte im gleichen Zeitraum einen Außenumsatz von 10,3 Milliarden Dollar erzielen, was in Euro 8,43 Milliarden Euro sind. Ich denke, mit dem Vergleich zu Zalando lässt sich die Größe von Etsy einfach besser greifen. Blicken wir auf die Gewinnentwicklung. Seit 2017 schreibt Etsy konstant Gewinne. Natürlich mit dem Premiumjahr des Jahres 2020. Mit dem Gewinn verlassen wir nun die Welt der Zahlen und kommen zur Einschätzung. Wie ihr sehen könnt, bekommt Etsy durch die Bank sehr gute Noten. Tiefer eingehen möchte ich hier aber nur auf die Punkte Risiko und Wettbewerb in einem. Vor ungefähr 3 bis 4 Jahren ging ein Gespenst im Einzelhandel um und es wurde Death by Amazon genannt. Der Glaube, dass Amazon das Geschäft vom klassischen Einzelhandel und etlichen E-Commerce-Unternehmen beendet, war allgegenwärtig. Heute, Jahre später, weiß man, dass ein Teil dieser Story Realität wurde. Auf der anderen Seite kann man aber auch sehen, dass es Amazon nicht gelingt, in alle Bereiche des Einzelhandels vorzudringen. Amazon hat zwar einen Konkurrenten zu Etsy mit dem Namen Amazon Handmade, dieser spielt aber im Markt von Etsy nur eine kleine Rolle. Gerade Plattformen wie Zalando und Etsy beweisen diesen Zustand mit ihrem starken Wachstum. In der Nische findet sich genug Platz, um es mit der großen Konkurrenz aufzunehmen. Und diese Nische kann wie bei Zalando oder auch Etsy sehr groß sein. Wenn wir auf weitere direkte Konkurrenten blicken, ist für Etsy nur wenig Wettbewerb in Sicht. Ich konnte zwar Konkurrenz wie Stone Wee oder Products with Love ausmachen, aber durch ihren sehr geringen Marktanteil sind sie kaum als echte Konkurrenten nennenswert. Somit bleiben unter dem Strich nur Amazon, eBay und die Social Media Plattform Pinterest. Somit kommen wir nun zu meinem Fazit. Als ich im März 2020 in Etsy investierte, war die Investment Story sehr einfach.
Der Kurs von Etsy war von ihrem Hoch, das bei 53 Euro lag, auf unter 30 Euro gefallen. Meine Überlegungen waren simpel. Alle Geschäfte müssen wegen Corona schließen und können eigentlich nur noch online verkaufen. Somit muss eigentlich der Kurs von Etsy steigen und nicht fallen. Ich hatte Glück mit meiner Idee und mit dem Timing und die Aktie kannte nach dem Einstieg eigentlich kein Halten mehr. Nun ist aber die Frage, was spricht aus heutiger Sicht für ein Investment in Etsy? Ich möchte mit folgendem Punkt beginnen. Noch vor etwa einem oder zwei Jahren hatte Etsy einen Umsatz und Marktanteil, der zwar beachtlich war, aber eben aus meiner Sicht nicht unangreifbar. Große Player wie Amazon oder eBay hätten sich den Markt mit Werbebudget erkaufen können und Etsy aus dem Markt drängen. Ich zeige euch jetzt die Wachstumszahlen der letzten vier Quartale. Mit dem Highlight aus Q1 2021 von 141% Umsatzwachstum. Etsy hat aus meinem Blickwinkel nun eine Größe erreicht, die es der Konkurrenz sehr schwer macht, Etsy aus dem Markt zu drängen. Eine Übernahme wäre natürlich immer noch möglich, ist aber für uns Aktionäre meist ein blendendes Geschäft. Weiter sehe ich auch ein starkes Abflachen des Geschäftes eher für unwahrscheinlich. Schaut man sich mal an, wer auf Etsy verkauft, dann sind es in der Regel sehr kleine Firmen, die oftmals vor Corona ihre Produkte rein in kleinen Ladengeschäften in der Innenstadt verkauften. Internet als Vertriebsweg war ihnen fremd und sie konnten mal besser oder schlechter mit ihrem Laden leben. Corona kam und die Grundlage ihres Business war weg. So ist es auch zu erklären, dass während der Corona-Phase auch die Anzahl der Verkäufer um ca. 70% gesteigert werden konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Etsy nicht nur eine Option für den Einzelhändler ist, sondern geradezu jetzt ein Muss. Blickt man wieder auf die Kundenseite, liest man und hört man, dass die Kunden Etsy praktisch lieben. Exemplarisch möchte ich nur mal die Bewertung ihrer App im Apple Store und im Play Store nennen. In beiden Ökosystemen erreichen sie eine außergewöhnlich gute Bewertung von 4,9 Sternen. Etsy versteht es auch gut, ihren eigenen Markt zu schützen. Auf dem deutschsprachigen Markt gab es einst den Konkurrenten Davanda. Davanda war 12 Jahre lang ein erfolgreiches Start-up. Aber am Ende musste die Berliner Firma unter dem Druck der Konkurrenz aufgeben. Etsy schloss eine Vereinbarung mit Davanda ab und ein großer Teil der Davanda-Shops konnte einfach zu Etsy umsiedeln. Unter dem Strich eine clevere Akquisition mit geringen Kosten. Aber Etsy kann auch Geld ausgeben. Im Sommer 2019 übernahm man den Marktplatz Reverb für gebrauchte Musikinstrumente. Für 275 Millionen Dollar. Etsy gibt momentan keine eigenen Umsatzzahlen für Reverb an. Man lässt aber durchblicken, dass Reverb ein GMS-Umsatzwachstum in Q1 2021 hatte von plus 50%. Zeitgleich konnte man die Bruttomarge von 33% auf 53% steigern. Blickt man auf die Märkte, die Etsy momentan bespielt, sieht man, viele Märkte sind noch unerschlossen, was wiederum zusätzliches Wachstum durch neue Märkte ermöglicht. Diese weichen Faktoren, die ich momentan aufgeführt habe, werden zeitgleich von einem guten Zahlenwerk gestützt. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, welchen Preis muss man momentan für die gute Firma bezahlen? Schauen wir als erstes auf den Chart. Wie wir nun im Einjahreschart sehen können, musste Etsy ordentlich federn lassen. Obwohl sie ein Rekordergebnis in diesem Quartal mit einem Wachstum von 141% und einem sehr profitablen Ergebnis erzielen konnten. Aus meiner Sicht liegt dieser Kurssturz an zwei Dingen. Punkt Nummer 1 am gesamten Markt an sich, der im Allgemeinen für Tech-Werte sich in der Korrektur befindet. Und zweitens, die Anleger sind bei Etsy verwöhnt, was das Thema Wachstumszahlen jenseits der 100% angeht. Im Vergleich zum Ausblick, der gegeben wurde, mit einem Innenumsatzwachstum von 10-25% und 5-15% Außenwachstum, enttäuscht wohl so manchen. Hier muss man aber bedenken, dass man einen Vergleich mit dem absoluten Rekordjahr 2020 zieht und dagegen wird jeder Vergleich schwierig. Mir persönlich gefällt der Ausblick, den das Etsy-Management gibt.
Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass 2021 besser läuft und wir mit einem stärkeren Wachstum rechnen können. Aktuell steht der Kurs der Aktie bei 134 Euro. Das ergibt momentan ein KUVE von 9 und ein KGVE von 54. Blickt man nun auf die historischen KGV-Daten, dann sieht man, dass Etsy mit seinem aktuellen KGV günstiger ist wie in der Vergangenheit. Allerdings ist Etsy heute eine wesentlich bessere Firma mit viel sicheren Zukunftsaussichten wie noch im Jahr 2019 oder 2018. Somit habe ich nun begonnen, weitere Aktien von Etsy zu kaufen. Ja, das war's mit dem Video zu Etsy. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn du mich unterstützen möchtest, schreibe mir einen kleinen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Und wenn du kein weiteres Video mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.